Oh wow, es gibt gerade richtig heiße Wetten an der Wall Street. Fallen die Zinsen vielleicht viel schneller und stärker, als viele denken? Servus Leute, willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen auf eine heiße Wall Street-Wette schauen. Ja, das ist erstaunlich, worauf manche jetzt spekulieren, was mit den Zinsen passieren soll in den kommenden Monaten. Und es wird spannend, denn wir gehen jetzt dann rein in den Juli. Ein sehr spannender Börsenmonat. Erstens natürlich statistisch, vor allem aber auch, weil ja bald schon wieder Berichtssaison ist. Also der Juli könnte richtig, richtig heiß werden. Ich gebe euch heute meine Einschätzung und es gibt natürlich viele Geldideen und wir legen sofort los. Kommen wir zu den Aufregern der Woche und die Frage ist, hat Donald Trump die US-Wahl schon gewonnen? Ja, es war kein guter Auftritt von Joe Biden und das war für viele der Moment der Debatte. Joel and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Ja, Joe Biden nicht gerade sattelfest und das hat sich auch während der Umfragen, während der Debatte ganz schön gezeigt, denn hier die Werte für Biden in Blau sind zusammengebrochen und die für Trump sind stark durch die Decke gegangen. Ja, am Ende haben sich die beiden dann noch gerühmt bzw. gestritten über ihre Golf-Skills. Wirklich ja eine traurige Vorstellung insgesamt für die größte Volkswirtschaft der Welt. Und ein Fun-Fact dazu, Bill Clinton ist tatsächlich jünger als die beiden Kandidaten. Mehr muss man zu diesem Duell eigentlich nicht wissen. Ja, good old Billy Boy, vielleicht steigt er auch noch ins Rennen ein bei diesen beiden Kandidaten. Da sollte man nichts ausschließen. Es bleibt auf jeden Fall spannend bis zur Wahl und da wird sicherlich noch einiges kommen. Vor allem leider Meme-Material muss man befürchten. Und wir sollten aber nicht zu viel spotten über die USA, denn diese Grafik ist in dieser Woche viral gegangen. Die ist schon ein paar Monate alt aus dem Handelsblatt. Quelle IFO-Institut, die haben mal ausgerechnet und ihr seht es ja schon in Grau, das Bruttoeinkommen unter gewissen Konstellationen, ja, zeigt hier die Fehlanreize des Sozialstaats. Denn das kann nämlich passieren, dass das Bruttoeinkommen massiv steigt und in Orange, dass das verfügbare Einkommen, ja, sinkt, gleich bleibt und das ist natürlich schon ein Skandal. Da haben wir, glaube ich, ja noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben bei uns in Sachen Leistungsgerechtigkeit. Ja Leute, ich denke, die meisten von euch sehen das auch so und ihr könnt gerne mal ein Like dalassen für den Algorithmus und vor allem hoffe ich, ja, für unser Highlight, das bald ansteht. Ja, es gibt tatsächlich, ihr fragt immer wieder, es gibt einen neuen Termin für das Streitgespräch Dr. Andreas Beck gegen Dr. Markus Krall. Wir hoffen, dass es dieses Mal klappt und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also drückt mal die Daumen, dass es klappt. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun und es wird auch ja in einer ganz besonderen Location stattfinden. Schreibt mal in die Kommentare, ja, wen ihr da vorne seht. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Und jetzt kommen wir schon zu unserer neuen Kategorie Watchlist. Ich hoffe, das gefällt euch. Da gab es viel positives Feedback. Am Anfang einfach mal die Aktien ja, sich anschauen, die wirklich Schlagzeilen gemacht haben in dieser Woche. Positiv wie negativ. Und da schauen wir doch gleich mal drauf. Ja, Rivian, VW ist eingestiegen. Rivian ja auch ja, durchaus mit vielen Problemen. Aber die Aktie ist dann durch die Decke gegangen. Deutz hat spannende Schlagzeilen gemacht. Denn man will ins Rüstungsgeschäft, aber auch dezentrale Stromversorgung. Also eine spannende Aktie, die auch attraktiv bewertet ist. FedEx mit sehr starkem Ergebnis, die Aktie auch ordentlich angesprungen. Amazon, herzlichen Glückwunsch, er läuft weiterhin rund, die Aktie jetzt im 2-Billionen-Dollar-Club. Es gab aber auch viele Aktien, ja, die negative Schlagzeilen gemacht haben. Eurofin, ja, die sind richtig vermöbelt worden. Warum? Im Visier von Shortsellern, Muddy Waters, die sind ja sehr bekannt und die haben mal angemerkt, freundlich, ja, dass man da nicht so ganz der Sache über den Weg traut. Gleich noch mehr dazu. Also das ist schon durchaus spannend. Walgreens, ja, das ist ein fallendes Messer, das ja schon tief im Boden drinsteckt, immer weiter fällt. Prognose jetzt nochmal gesenkt, man will Läden schließen. Also Aktie ist vom Tief noch weiter ins Nichts gefallen sozusagen. Also wirklich sehr, sehr schwierig, so eine Aktie, von der ich ja eher die Finger lassen würde. Alfen hat es auch richtig zerlegt diese Woche. Die habe ich im Depot auch gleich dazu noch mehr in den Geldideen. Da gab es eine Gewinnwarnung, Aktie auch richtig kollabiert, mehr als 40%. Und Uran schwächelt auch gerade, der Uranpreis ja auch in einem Abwärtstrend die letzten Wochen. Da ist auch die Frage, ist der Hype vorbei? Und dann kommen wir schon zu unserem Geldideen-Newsletter. Und inspiriert von Deutz gibt es diese Woche
Deutsche Schnäppchen habe ich für euch rausgesucht. Einige deutsche Aktien, die wirklich sehr attraktiv bewertet sind, wo aber nicht nur die Bewertung günstig ist, sondern wo es auch ja nach steigenden Gewinnen aussieht. Also sind sehr, sehr spannende Namen dabei. Geldidee Newsletter könnt ihr jetzt kostenlos abonnieren. Findet ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Und es gibt natürlich auch wie jede Woche unser Marktbarometer. Und da hat sich einiges ja wieder ein bisschen getan. Also sieht schon wieder ein bisschen anders aus als letzte Woche. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Schauen wir auf unseren Marktradar und da sehen wir, es war eine ordentliche Woche. Es ging leicht nach oben. Wir sehen aber keine großen Bewegungen. Ich habe euch jetzt auch mal die prozentuale Veränderung hier mit reingepackt. Das wurde letzte Woche gewünscht und das freut mich immer sehr, wenn es konstruktives Feedback gibt, Kritik, Anregungen, wie auch immer. Also das freut mich immer sehr. Da sehen wir Bitcoin diese Woche, ja sozusagen der Verlierer, wenn man das mal so nennen will. Der Yield ist auch gestiegen, Rendite 10-jährige Staatsanleihen. Aber auch nur leicht. Also wir sehen gerade keine großen Bewegungen an den Märkten. Bei vielen Einzelaktien schon. Bei den Verlierern hätte man natürlich auch noch Nike nennen können. Die hat es auch ordentlich zerlegt. Also die Umsatzprognose kam da nicht gut an. Aber insgesamt kann man schon sagen, ja, die Bullen sind wieder da. Nvidia hat ja stark geschwächelt. Also ja, vor einer guten Woche, da ging es stark runter, insgesamt bis zu 13%. Da haben die Bären schon ihre Chancen gesehen. Nach dem Motto, ja, Nvidia kollabiert jetzt und alle anderen rennen hinterher. Aber dann hat sich das Ganze auch schnell wieder beruhigt. Deswegen sind die Bullen ja entspannt. Alles grundsolide. Haben gesagt, der Nvidia-Crash hat ja gerade mal 3 Tage gedauert. Und die Bullen sind richtig hyped auf den Juli. Denn ihr wisst ja, wenn ihr das Briefing regelmäßig schaut, Juli, die ersten 2 Juliwochen sind statistisch gesehen der beste 2 Wochen Zeitraum für den S&P 500 seit 1928. Ja, und der ein oder andere Bulle, der fängt schon an zu träumen. Hier wie Tom Lee, ja, dass sich der S&P 500 nochmal ja, fast verdreifachen könnte. 170% plus bis Ende dieses Jahrzehnts. Also da ja, schauen wir mal, ob das kommt. Das ist natürlich eine sehr weite Prognose, aber die Bullen, die sind weiter optimistisch, trotz aller Probleme und trotz einiger Einzelaktien, die es dazwischendrin zerlegt. Und jetzt kommen wir zu den Bären und die müssen eigentlich immer wieder dasselbe Lied singen. Ja, Nvidia hat sich jetzt wieder erholt, aber früher oder später wird die Aktie ordentlich korrigieren. Die Cisco-Glöckchen, die läuten schon nach Meinung der Bären. Also irgendwann muss das Ding runterfallen wie ein Stein. Und die Bären sagen, ja, das Problem ist ja gerade, dass ihr Bullen so bullish seid und dass es immer mehr sind. Schauen wir hier mal auf die Short-Interest-Größe, die immer weiter sinkt hier für den Nasdaq. Also man kann sagen, es ist eigentlich quasi keiner mehr short. Es gibt noch ein paar Bären, aber die meisten sind bullish. Und die Bären sagen, ja, das ist genau das, was früher oder später dann eben richtig teuer wird. Vor allem, weil wir bei den Gewinnen schon stark abweichen vom langjährigen Durchschnitt, vom langjährigen ja, Wachstumstrend. Können wir hier mal drauf schauen. Das ist eben schon sehr weit oben. Da sind wir schon auf Höhe hier vom Pandemieboom und auch schon ja, fast hier bei der Real Estate Bubble Finanzkrise, Credit Bubble 2007, 2008. Und da fragen sich die Bären durchaus zu Recht, ja, wo soll das noch hinsteigen? Soll jetzt das immer so weitergehen? Eher fraglich. Und dann warnen die Bären vor den politischen Risiken. Also in den USA haben wir gerade einen Wahlkampf, der beeindruckt nicht gerade. Und da kann es natürlich richtig heiß hergehen. Da kann richtig Unsicherheit in den kommenden Wochen in die Märkte kommen. Und in Frankreich gibt es das Ganze ja schon. Da ist die erste Wahl am 30.06. am Sonntag. Und wir können mal schauen, wie sich da die Märkte, die Trader positioniert haben. Und hier können wir es mal einblenden. Und die rechnen mit steigenden Renditen der Staatsanleihen. Also die rechnen damit mehr Trouble. Und da sagen die Bären, das sind so viele Baustellen und alles ist gerade noch so halbwegs im Gleichgewicht. Aber früher oder später wird da ein Brandherd richtig hochgehen und dann wird es richtig, richtig teuer. Und jetzt wechseln wir nochmal auf die Bullenseite und die Bullen wundern sich, warum wurde denn diese Woche nicht die fehlende Marktbreite angesprochen? Also die Bullen sagen ganz klar, es gibt natürlich Übertreibungen, es wird Enttäuschungen geben, ob es jetzt bei Nvidia ist oder irgendwo anders, aber trotzdem ist der breite Markt noch lange nicht heiß gelaufen, noch lange nicht überteuert. Und wenn wir hier mal auf die Marktbreite schauen, ja früher, wenn es mal richtig überhyped war, wenn es danach ordentlich runtergeht, ja, dann waren eben sehr viele Aktien über der 50-Tage-Linie. Zum Beispiel im August hier 87,4%. Ja, danach ging es ordentlich runter. Aber jetzt sind wir hier
nur bei 47,6, also unter 50%. Das zeigt, dass ja viele Aktien eben noch nicht so laufen. Das zeigt natürlich auch nicht, dass alles rund läuft. Aber die Frage ist, ja, warum sollen die Aktien, die jetzt alle nicht heiß gelaufen sind, die alle nicht überbewertet sind, warum sollen die aus dem Nichts alle in Grund und Boden fallen? Also da bleiben die Bullen ganz entspannt und richten den Blick schon mal ein bisschen weiter nach vorne und vor allem weg, ja, von diesen ganzen Risiken hin auf die Sachen, die wirklich zählen. Und da kommen wir jetzt zu unserem Mindblow. Und da kommen wir jetzt zur heißen Wette, beziehungsweise zu den heißen Wetten an der Wall Street, denn wir können hier mal drauf schauen. Ja, der ein oder andere Bond-Trader, der wettet darauf, dass die Zinsen richtig, richtig fallen werden. Man muss eigentlich sagen, kollabieren, einbrechen, wie auch immer, und zwar bis 2025 um 300 Basispunkte. Das heißt, wir würden einfach mal runterkrachen auf fast 2%, von jetzt deutlich über 5%. Das wäre schon heftig. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man sowas? Man kann sich natürlich absichern, weil man eine Rezession fürchtet. Man kann aber auch das Ganze natürlich positiv sehen. Zum Beispiel, wenn wir mal auf die Inflation schauen, dann wird es nämlich ganz, ganz spannend. Die hat sich ja zuletzt positiv entwickelt und die Echtzeitdaten, ja, die werden immer besser. Da schauen wir doch gleich mal auf Trueflation und da stehen wir nur noch bei 2,03%. Also wir sind vor kurzem abgestürzt, dann hat sich's ein bisschen stabilisiert und es geht weiter nach unten. Also das macht die Bullen sehr, sehr optimistisch und das ist einer der sehr, sehr wichtigen Bausteine für die Bullen, dass die Rallye weitergehen kann. Und gerade im Juli sehen sie da richtig Luft nach oben, dass die Rallye weitergeht. Schauen wir auf die globale Liquidität und da seht ihr in Blau, hier in Grau, das ist sozusagen der Long-Term Cycle, also der langfristige Zyklus, und in Blau seht ihr hier die Global Liquidity, und da seht ihr aus dem Keller, ja, haben wir uns schon emporgearbeitet, aber da kann natürlich deutlich mehr gehen. Wir sind ja schon im Zinssenkungszyklus drin, bei der Fed noch nicht, aber bei vielen anderen Notenbanken global, weltweit schon, und da geht für die Bullen noch deutlich mehr nach oben, vor allem wenn sich die Inflation weiterhin so entwickelt, und das wäre für Aktien natürlich nicht so schlecht. Und eine spannende Sache zeigt sich auch, nämlich der sogenannte Move-Index. Und den können wir uns hier mal anschauen. Ja, was sagt der? Der Move-Index zeigt die Volatilität am Anleihemarkt. Und der ist zuletzt ordentlich, ja, runtergefallen. Ist jetzt noch nicht im Keller, aber ist ordentlich gefallen. Und das spricht für eine gewisse Sicherheit im Zinsmarkt. Also, dass es da jetzt keine wilden Spekulationen gibt und dass es so ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Und in der Vergangenheit hat man sehr oft gesehen, wenn dieser Move-Index gefallen ist, was ist dann passiert? Dann ist der Aktienmarkt gestiegen. Natürlich keine Garantie, nur auch ein interessanter Baustein. Aber ich finde, wir sind da eigentlich gerade ganz gut aufgestellt. Zinsmärkte relativ ruhig. Ist natürlich jetzt auch gerade vielleicht ein bisschen Sommerloch, auch schon an der Wall Street, an der Börse. Und trotzdem, die Inflation entwickelt sich positiv. Also für mich alles gerade relativ rund. Man muss sich natürlich fragen, wie gesagt, ob das Depot, was ich letzte Woche gesagt habe, ob das zu techlastig ist, ob man da einfach mal ein bisschen Gewinne mitnimmt, ob man mehr in, ja, weniger Bewertung, mehr Unterbewertung oder faire Bewertung geht und ob man da jetzt wirklich die ganzen Tech-Aktien mit, ja, KGVs 50, 100 haben sollte. Ja, da würde ich schon mal ein bisschen vom Gas gehen, und vor allem, wenn wir jetzt weiter hochlaufen sollten, ja, dann werde ich auch Cash aufbauen, also wenn wir jetzt wirklich einen bombastischen Juli sehen sollten. Aber insgesamt, ja, sieht das für mich stabil aus. Und eine Sache muss man sich eben auch noch klar machen, wenn wir hier mal drauf schauen, das ist jetzt von Morgan Stanley. Ja, was braucht es, damit sich so ein Momentum komplett umkehrt? Ja, Fazit von Morgan Stanley, es braucht eben schon in der Regel was Exogenes, also zum Beispiel eine Rezession, was man natürlich nicht ausschließen kann, aber es sieht für mich da auch immer noch relativ stabil aus, oder eben dann einen kompletten Schock. Also das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis, dass das Momentum einfach mal so aus dem Nichts komplett zusammenbricht. Das ist natürlich auch durchaus fraglich. Also Fazit, ich ändere nichts. Mein Ziel ist durchaus, Cash aufzubauen in den kommenden Wochen, aber jetzt nicht im Juli. Also das wäre dann eher so, ja, wenn wir jetzt weiter nach oben laufen und vielleicht auch Umschichtungen. Aber ich will jetzt nicht grundsätzlich mehr Cash aufbauen, was ich letzte Woche auch schon erklärt habe, sondern ich will vielleicht eher bei gewissen Aktien abbauen, um dann in anderen Aktien aufzubauen, wenn man es mal so nennen will. Und wenn wir jetzt massiv weiter hochlaufen würden, ja, dann würde ich auch die Cashquote dann auf 20% hin anheben. Das ist klar, aber gerade tut sich wenig und gerade, ja, bin ich sogar eher noch dabei gewesen, nachzukaufen. Kommen wir gleich dazu, weil eine Aktie stark gefallen ist. Und ja, die entscheidende Frage ist jetzt auch Berichtssaison. Wie geht es da weiter? Und das haben viele noch gar nicht so auf dem Zettel, glaube ich. Am 12. Juli geht es schon wieder los, dass die großen Banken
berichten. Und Mitte Juli kommen dann auch schon wieder die großen Tech-Player. Und ihr wisst ja, statistisch gesehen ist Berichtssaison eigentlich immer gut. Also da steigen in der Regel die Kurse. Gibt es natürlich auch keine Garantie. Aber ich glaube schon, dass die Berichtssaison eher positiv wird. Also das könnte im Juli natürlich auch Unterstützung geben. Inflation passt. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Fed kommt ja dann am Ende des Monats, und zwar am 31. Juli. Ja, und die zwei entscheidenden Fragen, die bleiben: Wie stabil ist das Depot, wenn es vielleicht bei Tech dann doch mal ein bisschen Gewinnmitnahmen gibt? Und ja, wann ist dann Zeit zu verkaufen? Nicht generell, sondern dann vielleicht mal ein bisschen Cash aufzubauen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und schauen doch erstmal auf Aktien, ja, die schon eher teuer sind. Und da sind wir jetzt eben bei der Frage, wie fair bewertet ist das Depot sozusagen, denn da stehen schon einige Namen drauf, die nicht mehr so günstig sind, wie eben zum Beispiel hier AMD, Supermicro oder auch Broadcom oder auch Lam Research und Co. Also da ist die Frage, ja, wie weit kann sich da die Bewertung noch ausdehnen? Und ja, das muss man natürlich selber beantworten. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man solche Aktien zwingend verkaufen soll. Es ist einfach nur wichtig, glaube ich, dass die Statik im Depot stimmt. Und das muss dann natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Und wichtig, auch alles hier, was ich sage, keine Anlageberatung. Ich sage nur, was meine Meinung ist, was ich mit meinem Geld mache. Und alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet, das macht ihr natürlich zu 100% auf eigenes Risiko. Sehr spannende Geldidee, die jetzt nicht besonders neu ist, aber vor allem, wie groß das Potenzial eingeschätzt wird, die kommt diese Woche von Bernstein, und zwar bezüglich Bitcoin. Die sehen nämlich ein Kursziel von 200.000 Dollar. Also das wäre mal ein satter Sprung nach oben. Das wäre nicht nur ein Verdoppler, sondern da wären wir ja schon bei über einem Verdreifacher, also mehr als 200%. Und zwar prognostiziert Bernstein das bis zum Jahr 2025. Also nicht irgendwie 10 Jahre oder 20 Jahre, sondern bis kommendes Jahr. Und die Ursache oder die Begründung dafür ist, dass sehr viel institutionelles Kapital weiterhin reinfließen soll über die ETFs. Und laut Bernstein dürfte sich das Volumen binnen der kommenden 12 bis 18 Monate von aktuell 60 Milliarden Dollar auf 190 Milliarden US-Dollar ausdehnen. Und das ist dann die Begründung, warum Bitcoin richtig durch die Decke gehen soll. Dann hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich bei einer Aktie nachgekauft habe. Da hatte ich eine Mini-Position, also die habe ich immer noch, über 40% gefallen, und zwar bei Alphen. Da habe ich jetzt ordentlich aufgestockt. Natürlich heiß und fettig, riskant, aber die Reaktion war schon sehr, sehr heftig. Da ist natürlich generell gerade die Branche so ein bisschen unter Druck, aber ich sehe da langfristig weiterhin Chancen und habe da nachgekauft. Nike finde ich auch gerade spannend. Die haben auch gerade richtig zu rudern. Da bin ich nicht investiert, habe es jetzt auch nicht akut vor, aber das ist schon so eine Aktie, wie zum Beispiel McDonald's, die bei mir schon auf der Watchlist steht, was ich schon spannend finde. Und vor allem wichtig, ja auch die Watchlist generell zu haben. Immer wieder mein Appell, wenn es dann vielleicht doch mal wieder nicht so laufen sollte. FedEx fand ich diese Woche richtig spannend. Die Aktie stark gestiegen, trotzdem noch ordentlich bewertet. Hier Forward KGV von 13. Wachstumsrate, das finde ich gigantisch bei FedEx, von 18-19%. Das ist schon Wahnsinn. Bruttomarge 28%, auch stark im Vergleich zur Deutschen Post zum Beispiel. Wenn wir die mal heranziehen als Vergleich, die haben nur 20%. Keine Dividendensenkung seit 20 Jahren, also spannende Aktie. Ich werde sie jetzt nicht kaufen, aber ich habe zum Beispiel mit der Aktie schon mal ordentliche Gewinne gemacht, sehr ordentliche, damals im Corona-Crash. Also das ist auch so eine Aktie, gerade wenn sich die Wirtschaft mal irgendwann wieder abschwächen sollte, wenn es mal eine heftige Rezession vielleicht geben sollte, dann wird es FedEx im Zweifel zerlegen. Und dann ist gut, wenn FedEx aus meiner Sicht auf der Watchlist steht. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bekomme von euch einen Daumen nach oben. Deutsche Schnäppchen, wie gesagt, gibt es noch einige als Inspiration in unserem Geldideen-Newsletter. Zu 100% gratis, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, sollte das unbedingt tun, denn am Montag gibt es ein spannendes Interview mit Gerd Kommer. Da sprechen wir über die katastrophale deutsche Rente und vor allem sprechen wir über das, was wir von den USA lernen können, denn das System, was es in den USA gibt, ja, da könnte man sich wahrscheinlich schon einiges abschauen. Gerd hat einiges rausgehauen und wir haben auch erklärt, oder er hat erklärt, warum deutsche Aktionäre diskriminiert werden. Anders kann man es nicht nennen. Also da könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir hoffen auf ein gutes Achtelfinale gegen die Dänen. Und dann komme ich kommende Woche auch wieder im Deutschland-Trikot, versprochen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.